Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Das Thema heute ist Spannungsanalyse von Flächen und Stäben in RFEM 6. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich werde das Webinar heute wieder moderieren und gemeinsam mit dem Frank Feuchtig Ihre Fragen beantworten. Der Andreas Niemeyer, der führt die Präsentation durch. Kurz zu meiner Vorstellung. Ich bin seit 12 Jahren für Lubas Software tätig. Marketing und PR ist mein Aufgabengebiet, zum Beispiel die Lubal-Website, die deutschen und englischen Webinare, Kundenprojekte und so weiter. Ja, dann können sich meine beiden Kollegen gerne selber vorstellen. Okay, hallo, ich bin der Andreas Niemeyer. Ich bin bei Lubal jetzt, glaube ich, circa 16 Jahre. Ich kümmere mich hauptsächlich um das Product Engineering und neben diesem Thema noch hauptsächlich um die Themen Erwind, Berechnung und Formfindung. Hallo, mein Name ist Frank Feuchtig. Ich bin seit 22 Jahren bei der Firma Lubal und ich kümmere mich um das Qualitätsmanagement und heute werde ich die Fragen beantworten. Okay, danke für eure Vorstellung. Dann können wir die Webcams wieder ausmachen, dass die Teilnehmenden den ganzen Bildschirm sehen können. Ich sage mal ganz kurz, wie Sie Fragen beantworten können, für die, die heute das erste Mal an Webinar teilnehmen. Also hier mit dem Pfeil können Sie das Bedienpanel ein- oder ausblenden und können dann hier eine kurze Frage eingeben und wir versuchen, die dann schnellstmöglich zu beantworten. Sollten Sie aufgrund zu vieler Fragen keine Antwort mehr bekommen während des Webinars, erhalten Sie auf jeden Fall eine E-Mail mit der Antwort auf Ihre Frage. Sie können natürlich auch das ganze Webinar in Ruhe verfolgen und dann uns eine E-Mail schreiben an info@global.com. So, und dann soll es der Vorrede gewesen sein. Dann übergebe ich schon den Bildschirm an den Andreas Niemeyer. So, du kannst loslegen, Andreas. Okay, danke, Andreas. Dann übernehme ich mit dem Thema Spannungsanalyse von Flächen und Stäben in RFM 6. Interessantes Thema. Ich habe mir für heute auch wieder ein neues Beispiel überlegt, wie ich Ihnen zeigen kann, wie man das Programm einsetzen kann, wie leistungsfähig das ist, welche Optionen Sie haben. Und heute habe ich das, ich sag mal, organisiert mit 4 Punkten. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man Blechkonstruktionen modelliert. Hier speziell kann man schon auf der rechten Seite sehen, so einen Behälter, einen rotationssymmetrischen Behälter auf solchen Lagerzargen, auch mit, ich sag mal, einer elliptischen Öffnung in den gekrümmten Körper, wie man sowas in dem Programm umsetzen kann. Dann, nachdem wir auf die Spannungen geschaut haben, wie man die kontrollieren kann, möchte ich noch zeigen, wie man eine Dehnungsanalyse durchführen kann, auch mit dem Add-on Spannungsdehnungsberechnung. Und im dritten Punkt möchte ich ein bisschen darauf eingehen, wie man die Dokumentation optimieren kann, wie man sich die Arbeit leichter machen kann und Eindeutigkeiten und ähnliche Elemente finden kann mit Repräsentanten. Und zu guter Letzt wendet man das natürlich auch an und ich zeige, wie man solche Dokumente adaptiv zum Modell erstellen kann. Und das wäre es eigentlich schon zu meiner Vorrede gewesen. Ich möchte es natürlich wieder live durchgehen, wie man sowas modellieren kann. Und jetzt speziell bei so einem Behälter, wenn man das Bild jetzt auch rechts sieht, hat so ein Behälter, ich zeige das mal mit der Maus, rechts und links sogenannte Böden, wo der Behälter geschlossen ist. Das kann jetzt einerseits eine ebene Platte sein, das kann ein Rundbogen sein, kann aber auch zum Beispiel so ein Klöpperboden, so eine Klöpperbodengeometrie sein. All diese Geometrien haben bestimmte Eigenschaften, die man abhängig von gewissen Randbedingungen, ich sag mal, definieren kann. Jetzt bei so einem Klöpperboden hängt es an dem Außendurchmesser und an so einem Kalottenradius und Krempenradius. Das kann man natürlich konstruieren, wie ein CAD-Programm auch. Bei uns im Programm könnte man es auch mit einem Generator machen. In dem Fall heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man sich so einen Generator auch selbst erstellen kann oder wie man selbst erstellten Generator nutzen kann. Wie einfach das ist, wie wenig Befehle Sie brauchen, damit Sie einfach das sehen, wie leistungsfähig das Programm da ist. Und dann springen wir eigentlich schon in das Programm rein. Ich öffne das RFM 6.
Wir öffnen uns hier ein neues Modell. Da geben wir für den heutigen Webinarrahmen BW zum Beispiel ein und nehmen hier als Modelltyp 3D. In den Add-ons definieren wir unsere Aufgaben. Also wir wollen Spannung bemessen, wir wollen Dehnungen analysieren, also sprich, ich würde mir hier mal schon mal ein nichtlineares Material aktivieren. Die Spannungsbemessung aktiviere ich mir hier bei den Add-ons und aufgrund meiner Konventionen definiere ich hier bei den Einstellungen und Optionen eine nach oben stehende Z-Achse. Und das wäre es eigentlich schon für die Vordefinitionen gewesen. Ich gehe mit OK in das Modell und das Programm öffnet sich wie gewohnt mit dem Grafikbereich, Navigator, Tabelle unten und wir können eigentlich direkt starten zu modellieren. So, mein erstes Ziel ist natürlich, ich muss dem Programm irgendwie den Behälter näher bringen. Und ich habe ja am Anfang schon ein bisschen das angestochen. Wir haben diese Böden zu modellieren, in dem Fall einen Klöpperboden. Wie kann man sowas machen? Faktisch ganz einfach mit Noten- und Linienbefehlen. Also es gibt hier praktisch Bogenelemente, wo ich abhängig von Stichnoten entsprechende Bögen modellieren kann und dann auch weitere koppeln kann. Das ist technisch relativ einfach möglich. Wenn ich jetzt natürlich so eine Sache habe, die immer wiederkehrt, macht es durchaus Sinn, dass man sich so ein kleines Skript macht. Das habe ich jetzt auch für heute mal vorbereitet. Ich öffne daher den Script Manager. Man kann hier sehen, hier gibt es schon ein paar Skripte und ich habe jetzt hier Kesselboden ein Skript erstellt. Und wenn ich das jetzt hier doppelklicke, fragt mich das Programm nach einem Außendurchmesser, nach einer Dicke und nach einer Form. Ich habe das so ausgestaltet, dass ich entweder die Klöpperbogenform oder die Rundbogenform machen kann. Probieren wir einfach mal das erste aus mit Rundbogen ausführen und sobald ich das bestätige, kann man sehen, das Programm entwickelt mir hier so einen Topf oder so eine Schüssel auf den Kopf mit dem Durchmesser 1 Meter, mit der Dicke wie eingegeben und so weiter. Da ich jetzt eigentlich einen Klöpperboden in einer anderen Geometrie brauche, kann man das natürlich durchaus wieder löschen. Also ich kann hier alle Basisobjekte wieder löschen. Gehe nochmal in mein Skript und sage, eigentlich hätte man hier in der Größe von 2,3 Meter was benötigt mit einer Dicke von 29 mm und ich wollte die Klöpperform hier haben, also 1 mit ausführen. Kriegen wir entsprechend die Klöpperbogenform mit der Kalotte und mit der Krempe, mit den 2,3 Meter Durchmessern und der Dicke von 29 mm generiert. Jetzt schaut das natürlich so ein bisschen so aus wie so eine Blackbox, was ich gar nicht möchte. Also wir schauen auch mal in das Innere von dieser Funktion, weil die eigentlich benutzerdefiniert ist. Und wenn ich das jetzt hier mit dem Editor aufmache, gibt es, ich sag mal, am Kopf eine ganz klassische Definition der Variablen, also sprich Durchmesser außen, die Dicke, dann diese Verhältniszahlen von Radius 1 und Radius 2, Krempe und Kalotte. Und dann im nächsten Step gibt es so eine If-Then-Else-Schleife, wo man definiert, was soll passieren, wenn ich den Formparameter 1 wähle, also den Klöpperbogen, oder Formparameter 2, den Rundbogen. Entsprechend generiert mir das Programm Noten mit den Koordinaten, abhängig von den Radien, also Noten 1, 3, 5, 6 und dann werden entsprechend hier die Linienelemente, also die Bögen definiert und dann am Ende noch die Flächen. Ganz einfacher Befehlssatz, man kann hier immer schön erkennen, was gemacht wird, zum Beispiel hier eine Linie Nummer 1 von Noten 1 nach Noten 3 und ähnlich ist es eigentlich bei der Rundbogenform, hier brauche ich bloß ein paar wenige Noten. Solche Sachen kann man sich selbst machen. In dem Fall habe ich nicht mal 100 Zeilen verbraten und sie haben eigentlich ein Werkzeug, ihre Arbeit zu erleichtern in dem Fall. Sie können das genau so machen, wie sie das brauchen. So,
Wir haben die Geometrie jetzt im System durch diese Funktion. Und jetzt geht es eigentlich weiter. Jetzt müssen wir da natürlich noch so einen Behälter drumherum modellieren. Und damit das jetzt eigentlich effizient funktioniert, würde ich empfehlen, das Ganze immer um den Ursprung zu machen. Also sprich, ich nehme dieses Bauteil und rotiere mir das um die Y-Achse. In dem Fall mit minus 90 Grad und bestätige das Ganze, dann steht das Ding schon mal und jetzt müssen wir es noch nach links schieben, sprich ich nehme wieder diesen Flächensatz hier, Kopie benötige ich nicht, einfach hier eine negative Ordinate. Da wir jetzt hier Meter eingestellt haben und wir jetzt eigentlich mit viel Millimeter hantieren, stelle ich hier die Einheiten um, also das kann man immer live auch in den Manipulationsbefehlen machen. Das Programm springt mir dann auch immer direkt in die richtige Kategorie rein und zeigt mir an, wo ich was ändern muss für die Zelle, die gerade hier ausgewählt war. Und dann haben wir hier natürlich auch Millimeter und wir können entsprechend das Ganze mit minus 1710 Millimeter nach links verschieben. So. Das ist eigentlich schon die Hälfte der Arbeit. Jetzt nehmen wir einfach diesen Klöpperboden und spiegeln den einfach auf die andere Seite, indem dass man wieder selektieren. Wir gehen in den Spiegelbefehl und sagen, wir spiegeln um die Ebene ZY. Die kann ich hier praktisch anwählen, also ZY. Ich erstelle eine Kopie und der Ursprung oder der Spiegelpunkt in der Spiegelebene ist der Ursprung. Mit OK bekomme ich praktisch die rechte Hälfte. Nun können wir den zylindrischen Bauteil hier einfügen. Das ist jetzt faktisch sehr einfach, weil ich verbinde nur die oberen zwei Punkte. Und ich möchte jetzt praktisch diesen zylindrischen Teil mit zwei Halbschalen modellieren, einfach nur deshalb, damit ich später bei der Ergebnisauswertung auch nur eine Hälfte darstellen kann. Den beeinflussten Bereich mit der Öffnung und den nicht beeinflussten Bereich. Deswegen nehme ich die Linie jetzt hier, gehe in den Rotieren-Befehl und sage kopieren zweimal mit 180 Grad um die X-Achse. Die ist praktisch hier. Der Ursprung bleibt und ich muss hier lediglich noch sagen, ich verknüpfe die Schritte, indem ich praktisch von der Ursprungslinie auf die kopierte Linie eine neue Fläche erzeuge. Und hier möchte ich eine Fläche erzeugen, nicht mit dem dicken Typ Boden, sondern ich möchte eine Fläche erzeugen mit dem dicken Typ Zylinder. Und da haben wir jetzt eine Dicke von zum Beispiel 26 mm. Und wir bestätigen das Ganze und mit nochmaliger Bestätigung haben wir hier auch diese Vorlage definiert und wir müssen hier lediglich noch auf Bogen umstellen und mit OK vervollständigt das Programm diesen Behälter. Ich bekomme hier entsprechend diese zwei Schalen, so wie erwartet. Damit wäre der Behälter im System und ich muss mich um ein paar Randbedingungen kümmern, also sprich das Material, weil einerseits hat jetzt dieser Generator hier das Material schon statisch vorgelegt mit dem S235. Ich möchte aber hier einen Edelstahl einstellen. Wenn sowas auftaucht, kann man natürlich jederzeit jetzt ja hier in die Dicken reingehen. Man kann jetzt ja hier eine Dicke für den Boden und eine Dicke für den Zylinder. Und wir können ja hier direkt beide selektieren und können einfach hier sagen, wir aktivieren ein neues Material mit dem Materialtyp Stahl und nicht rostender Stahl. Und wir gehen hier vor mit der Schlüsselnummer mit 1.4318 nach der DIN oder EN 188 und nehmen hier praktisch diese P-Variante von dem Stahl. Die Eigenschaften können wir natürlich hier immer in diesem Eigenschaftsfenster sehen, wo wir die Steifigkeiten wie die Schnittgrößen und Verformungsberechnung haben, sowie auch wieder
die Festigkeiten für die anschließende Spannungsberechnung. Hier hat man dann entsprechend eine Streckgrenze von 3,30, auf die wir uns später dann beziehen. So, den wählen wir jetzt einfach aus und mit OK erhalten auch beide dicken Typen, was eigentlich sowas ist wie ein Querschnitt von der Fläche, den neuen Stahl zugewiesen. Das kann man hier auch sehen bei den dicken, da steht jetzt praktisch das Material Nummer 2 drin, also soweit alles gut. Jetzt müssen wir natürlich weiterarbeiten an unserem Modell. Wir haben natürlich nicht nur den Behälter, sondern hier auch einen Ausschnitt, damit man den auch reinigen kann und so weiter und warten kann. Und dieser Ausschnitt ist in der Projektion geplant als Ellipse, also eine ganz besondere geometrische Form. Und man fragt sich dann natürlich schnell, wie bekomme ich denn einen elliptischen Ausschnitt in einem runden Blech in einem FEM-Programm, damit ich hier das sauber vernetzen kann. Und FEM unterstützt Sie da mit dem ganzen Katalog an Funktionen. Als allererstes muss man natürlich die Projektion von so einer Öffnung beschreiben. Und hier empfehle ich immer einfach diese Arbeitsebene mit diesen Pünktchen zu verwenden. Und ich stelle jetzt einfach nur den Abstand der Pünktchen so ein, damit ich hier schnell picken kann, und ich habe eine Breite von 300, also nehme ich hier praktisch 150, die Hälfte, und eine Höhe von 400, also nehme ich hier wieder die Hälfte von 200 und bekomme jetzt schön um den Ursprung dieses Punktraster gelegt und kann jetzt hier mit Ellipsenlinien oder anderen Linienformen agieren. Wichtig hier einfach, bitte sehen Sie den Katalog an Linienformen nicht als komplett an. Das ist einfach nur eine Funktion, um gewisse Sachen schnell zu erreichen. Wenn man hier auf die Linien geht, gibt es hier auch noch weitere, wie zum Beispiel Ellipse oder elliptischer Bogen. Und den nehme ich jetzt hier auch, damit wir einfach sehen, der definiert sich hier über P1, P2 und einen Stichpunkt. Definieren wir die einfach hier in der Grafik. P1, P2, und entsprechend der Stichnoten, und mit OK bekomme auch hier so einen elliptischen Bogen, und die homogene, stetige Form kann man eigentlich jetzt schön sehen, wenn man das Ding spiegelt an der YZ-Ebene, der Ursprung bleibt, und mit OK bekomme man den natürlich auch auf die andere Seite. Und jetzt haben wir diese Projektionsform beschrieben. Wenn ich jetzt in plus y drauf gucke, habe ich die exakte Ellipsenform hier. Meine Aufgabe ist jetzt nur, ich muss diese Ellipse verschneiden mit dem runden Blech hier. Also da ergibt sich eine dreidimensional verlaufende Linie. Und das macht man am einfachsten, wenn man Flächen miteinander verschneidet. Also erzeuge ich mir erstmal diesen, ich sag mal, Ausschnitt, und da ist jetzt geplant, dass das Blech rundum mit dem Blech 150 hoch 20 dick verstärkt wird, und das hat die Form von dieser Ellipse. Sprich, ich nehme diesen Liniensatz her und kopiere den einmal mit 150 mm in die Y-Richtung, verknüpfe wieder die Schritte, indem ich sage, bitte neue Flächen erzeugen, und wir geben jetzt hier nicht die dicken Querschnitte Boden oder Zylinder an, sondern einen dritten, den wir nennen Mannloch. Und da geben wir an 20 mm. Und wir verwenden auch den Edelstahl her. So, mit Bestätigung kriegen wir jetzt praktisch diesen elliptischen Blechring, der jetzt so gesehen noch in der Mitte des Zylinders liegt. Und den müssen wir jetzt einfach hier vorne mittig platzieren. Und das Ganze machen wir, indem wir die Rasterebene einfach etwas umdrehen, dass die Ebene den Zylinder schneidet. Wir erzeugen uns hier eine Linie, die die Zylinderwandung schneidet, und verbinden das Ganze.
Was passiert? Das Programm erzeugt uns genau in dem Schnittpunkt zwischen Linie und Zylinderschale einen Knoten. Und nun können wir diese elliptische Flächenschale mittig auf diesen Knoten verschieben. Ich benötige nur noch die Mitte hier. Die erzeuge ich mir einfach hier, indem ich hier die Mitte zwischen zwei Punkten suche. Ich picke einfach das vordere Ende und das hintere Ende und wende an. Jetzt bekomme ich hier entsprechend einen Knoten in der Mitte. So, jetzt müsste man sehen können. Und wenn ich jetzt dieses Konstrukt nehme, kann ich das Schöne hier schön nach vorne schieben. So, dann liegt uns dieser elliptische Ausschnitt in der Mitte von dieser Schale. Das einzige Thema, was noch ist, die wissen noch nichts voneinander. Die verschneiden sich jetzt geometrisch, stoßen aneinander, aber beim Vernetzen wird das Programm meckern oder die Sachen unabhängig vernetzen. Also müssen wir dem Programm noch lernen, dass die ineinander verschnitten sind. Das heißt, ich selektiere jetzt diese zwei Flächen und die vordere Fläche, ja, und gehe mit der rechten Maustaste in die Eigenschaften und verwende hier die Funktion mittels Durchdringung teilen und Öffnung erzeugen, weil ich weiß ja, das ist wie so ein Bohrer, diese elliptische Öffnung, die jetzt praktisch diese große Schale durchdringt. Ich möchte hier auch gleich eine Öffnung erzeugen und das Programm erzeugt mir auch mit Wahl des Befehls eine Linie auf der Rotationszylinderschale mit einer Öffnungsdefinition drumherum. Schauen wir uns das im Rendering an. Gerade kann man noch nicht viel erkennen, aber wenn wir uns einfach mal den Teil herausselektieren, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser darstellen und dann kann man schon sehen, man kann jetzt hier durchgucken. Das Programm hat uns hier neue Flächentypen erstellt, also sprich den Ring zerlegt in eine Außenschale und Innenschale. Und was jetzt interessant ist, das ist eine ganz neue Eigenart von dem RFM. Er hat jetzt praktisch diese verschnittenen Flächen in einen neuen Geometrietyp gestutzt umgewandelt. Wir wollten das mit der Skizze hier symbolisieren. Das ist eigentlich, ich sag mal, eine gekrümmte Fläche, wo irgendwas weggeknappert praktisch ist. Und man kann die Flächen jetzt wieder frei weiter verwenden. Man kann jetzt andere Dicken zuweisen, andere Steifigkeitstypen, andere Materialien, Netzverdichtungen. Ich kann die auch weiter kopieren. Die sind wirklich unabhängig von der großen Zylinderschale nutzbar, was das Ganze richtig mächtig eigentlich macht. Ja, das wäre es letztendlich zu dem Ausschnitt. Wenn man jetzt natürlich bedenkt, dass wir später da noch, ich sag mal, eine Flüssigkeit simulieren wollen und auch einen Druck simulieren wollen, würde ich die Öffnung jetzt auch numerisch schließen. Ich mache faktisch einen Deckel drauf, indem ich die Begrenzung wähle und hier einfach eine Starrfläche drauf anordne und sage, okay, hier soll noch eine Starrfläche drauf. So, damit haben wir letztendlich den Behälter für sich fertig und wir müssen uns noch kümmern, dass das Ganze natürlich richtig belastet werden kann. Bezüglich der Belastung von solchen rotationssymmetrischen Schalen muss man immer wissen, das Programm weiß eigentlich erstmal gar nicht, um was es geht, was man modelliert hat, dass die Koordinatensysteme da sauber laufen. Und da empfehle ich eigentlich immer, wenn man solche Steps fertig hat, die Achsausrichtung zu prüfen. Ich prüfe da immer gern die FE-Achsen, sprich, ich stelle mir jetzt da mal ein nicht optimales Netz ein, aber einfach, dass ich da schnell vernetzen kann und wir generieren das Netz und prüfen einfach mal, wie die Achsausrichtung der FE-Elemente im Raum ist bei solchen rotationssymmetrischen Sachen. Hier einfach beim FE-Netz, bei den Flächen, die Achsen mit einblenden. Man kann jetzt schon sehen, okay, hier zeigt die Z-Achse überall nach oben, außer an dem einen Bereich hier. Sprich, wir nehmen uns den jetzt hier einfach und sagen, Flächenachsen umkehren, dann müssen die auch nach außen zeigen und wir können das entsprechend
dann später, wenn man die Belastungen aufbringt, davon ausgehen, dass alles mit dem gleichen Vorzeichen aufgebracht werden muss. Jetzt haben wir natürlich die Zylinderschale hier gecheckt. Wir wissen, überall zeigt die Z-Achse nach außen. Und jetzt würde ich einfach hier noch sagen, checken wir einfach noch diese Mannlochgeometrie, sowie auch bei den Flächen die Starrfläche, dass hier auch noch alles rund läuft. Also sprich, hier sehen wir auch wieder, die zeigen nach außen und hier die rechte Fläche zeigt nach außen. Lediglich diese zwei Ringe nicht. Also die ändern wir auch noch, indem wir praktisch hier die Flächenachsen umkehren. Und dann müsste eigentlich die komplette Geschichte passen. Machen wir noch eine letzte Vernetzung. Und hier, das lösen wir auch gleich noch, dann müsste das eigentlich gut ausschauen. Genau, jetzt zeigt alles nach außen. Soweit ist es gut. Wir können diese vielen Pfeilchen wieder abschalten. Und jetzt lösen wir noch den doppelten Knoten. Das Programm meldet uns ständig, dass ein Knoten identisch ist. Dazu gibt es einen Befehl, Modellkontrolle identischer Knoten. Man sieht, es gibt hier aufgrund einer Modellierung zwei Knoten an der gleichen Stelle. Hier gibt es eine Funktion, diese zwei vereinen. Mit OK wird das vereint und damit wäre es auch gelöst für die Zukunft. So, damit haben wir den Behälter im System und wir müssen uns noch kümmern, damit wir das Ding irgendwie lagern können. Da gibt es eine Zarge und die Zarge modellieren wir uns jetzt einfach. Ich stelle hier das wieder auf transparent, gucke hier einfach mal in X drauf und erzeuge mir hier eine rechteckige Fläche. Der Steifigkeitstyp ist jetzt irrelevant, weil es einfach rein um die Geometrie geht. Ich muss hier ein bisschen unter der Öffnung sein und hier definieren wir mal die Rahmenbedingung des Unterstellbox. Diese Fläche ist jetzt natürlich in der Mitte, weil ich das auf der Arbeitsebene definiert habe. Also ich schiebe die jetzt einfach mal noch nach rechts und links. Das bedeutet, wir schieben die hier in X-Richtung 1500 mm nach rechts. Und jetzt kopieren wir diese Fläche mit minus 3000 mm nach links. So, diese zwei Flächen schneiden unseren Zylinder. Also wir selektieren die mit dem Zylinder, gehen wieder in unsere Verschneidungsfunktion und sagen mittels Durchdringung teilen. Und das Programm erzeugt uns praktisch hier eine Durchdringungslinie beziehungsweise vielmehr einen Flächenteil innen und einen Flächenteil außen. Und es ist auch völlig okay, wenn man praktisch hier diese Randelemente entfernt. Die basieren nicht mehr aufeinander, sondern das sind wirklich ganz einfache Elemente, mit denen man wieder weiterarbeiten kann. Und das ist eigentlich der springende Punkt, dass man jetzt hier sagen kann, ich mache mal das Raster wieder aus, wir können jetzt an diesen Linien neue Elemente heften. Zum Beispiel möchten wir jetzt an diese Linie hier ein U-Profil heften. Ich gehe in die Linie rein, definiere hier Stab, gehe hier auf den Querschnitt, gehe hier in den neuen Querschnitt, gehe auf die gewalzten, hier U200 Querschnitte zum Beispiel. Ja, nehmen wir den U200 aus dem Baustall S235. Und wir sehen schon, da sind natürlich die Achsen um 90 Grad versetzt, also unerwartet versetzt. Sprich, der soll mit dem Gurt an die Schale gelegt werden, also im Minus Y. Der muss natürlich auch gedreht werden um 90 Grad und er benötigt eine Exzentrizität. Das heißt, wenn ich die Exzentrizität definiere, möchte ich sagen, der soll exzentrisch auf minus y versetzt werden und der Stab soll exzentrisch zur Fläche sein. Wir wissen ja, die Z-Achse zeigt nach außen, also von der Rotationsschale hier nach außen mit OK
das natürlich an beiden Seiten. Und wenn ich dies jetzt bestätige, habe ich entsprechend hier mein U-Profil an der Außenschale, Außenseite der Fläche. Soweit, so gut. Das Gleiche kann ich natürlich jetzt hier auch auf der unteren Linie definieren. Ich nehme jetzt hier Stab, Querschnitt, den gleichen U-Querschnitt jetzt mit minus 90 Grad rein. Und wenn ich das bestätige, kriege ich den Stab auch hier rein. Im Drahtmodell kann ich natürlich die Ausrichtung dieser Querschnitte nicht sehen. Aber weil es doch übersichtlicher ist, gibt es hier einen kleinen Trick. Unter den Stäben kann man die Kontur darstellen und dann sieht man immer, wie dieser Querschnitt einfach liegt. Im nächsten Step müssen wir einfach das noch ausfachen. Das bedeutet, ich nehme nochmal einen neuen Stab mit dem Querschnitt. Jetzt nehme ich da so einen geschlossenen Querschnitt, in dem Fall einen, was habe ich mir da eingeplant, einen 180 mal 6, 60. Das Programm bietet mir entsprechend hier alle an. Ich weise dem wieder den Baustein S235 zu und dann platzieren wir diese Stäbe entsprechend wieder im System. Mir fällt jetzt gerade auf, wir bräuchten hier noch Zwischenpunkte, die machen wir uns natürlich noch vorher. Also ich nehme jetzt praktisch diese drei Stäbe und sage teilen in Zwischenknoten mit einem Knotentyp auf Stab. Also sprich, der Stab bleibt noch ein Element, aber bekommt trotzdem einen Knoten dazwischen. Und jetzt nehmen wir wieder diese Stäbe hier und fachen das aus. Entsprechend hier und hier den nächsten und den letzten, sage ich mal hier. Und dann wären wir im Grunde fertig. Das Einzige, was mir jetzt gerade auffällt, ich hätte diese rechte Rohrquerschnitte noch drehen müssen. Also wir sagen hier einfach nochmal Querschnittsdrehung um 90 Grad und dann schaut das eigentlich auch gut aus. Dann haben wir hier eine passende Zange, die auch hier statisch sauber wirkt. So, im nächsten Schritt bringen wir die Zange einfach auf die andere Seite, also sprich, wir selektieren diese Stäbe, kann man jetzt über eine Funktion oder einfach einzeln selektieren und sagen einfach kopieren, Kopie erstellen von dem Bezugsknoten auf den anderen Bezugsknoten mit OK und wir kriegen die Zange auch auf der anderen Seite. Soweit wäre das jetzt unser Modell. Wir haben das jetzt hier im System und im nächsten Schritt müssen wir uns einfach um die Lagerung kümmern. Die Lagerung ist jetzt, soll schwimmend statisch bestimmt sein. Das bedeutet, ich gehe hier in die Typen für Knoten, weil es eigentlich am schönsten jetzt hier ist und sage, okay, der Fixpunkt ist zum Beispiel der Knoten hier. Ich bestätige das, das Programm ordnet den an und jetzt kann ich meine Freiheitsgrade wählen, wie ich das brauche. Die nächsten Knoten hier auf der Seite, die sollen jetzt praktisch schwimmend in Y sein, also ich mache die auf entsprechend, sollen aber bloß Kräfte übernehmen, also sollen praktisch frei in Y wirken, in die anderen Richtungen fest. Der nächste zentrische Knoten hier, der soll natürlich in X offen sein, in Y darf er fest sein, Drehung braucht man nicht lagern und die letzten zwei, die sind frei schwimmend in Z. Sprich, ich nehme diese zwei Knoten und ich sage einfach nur vertikale Stützung und gut ist. Den können wir löschen, der wird sowieso nicht verwendet. Damit hätten wir auch eine saubere Lagerung im System und das Programm wäre soweit berechenbar. Sollte natürlich berechenbar sein. Also ich nehme jetzt praktisch hier mein Modell und lasse es mal rechnen. Mich interessiert es auch, ob ich irgendwo einen Modellierungsfehler drin habe. Das sieht man eigentlich mit dem Berechnen relativ fix. Und ist aber nicht so. Ich kriege jetzt hier ganz klar eine Verschiebung. Das ganze Ding biegt sich nach unten.
Verformung ist natürlich marginal klein. Trotz alledem gibt es natürlich Kräfte in den Stützbock hier unten, blau negativ, rot Zug, die Zugbank unten wirkt. Und natürlich bekommen wir auch hier Spannungen im System. Zur Plausibilitätskontrolle von dem Lastfall. Wir bekommen rein eine vertikale Last in Z, was gut ist. Also die vertikalen Lagerreaktionen sollten jetzt hier im Fokus stehen. Also Y gibt es vielleicht kleine Einzwängungen aufgrund der Lagerung, aber ansonsten haben wir hier hauptsächlich den Script Manager können wir hier wegmachen. Sauber unsere Kräfte in die Richtung. Dann haben wir natürlich als weitere Plausibilitätskontrolle von der Spannung, sollten wir jetzt nicht riesen Peaks im System haben. Also wenn wir uns die Spannung hier für diesen Lastfall mal anschauen, bekommen wir hier eine Mises-Spannung an den Stäben von rund 6,5 Newton pro Quadratmillimeter. Also alles grün, würde ich sagen. Und bei den Flächen müsste eigentlich jetzt hier auch so ausschauen, dass man sehen, eine miese Spannung Max liegt man hier bis auf die Peaks hier bei 7,6 Newton pro Quadratmillimeter. Also alles soweit gut. Und wir können mit dem nächsten Lastfall beginnen, indem wir hier in der Lastfallliste uns definieren einen nächsten Lastfall, zum Beispiel Innendruck. Beim Innendruck gebe ich jetzt bis auf die Basiseinstellung nach linearer Berechnungstheorie einfach hier noch die Kategorie ständig Nutzlast an. Und jetzt können wir hier in die Belastung reingehen. Wir wollen jetzt hier 10 bar simulieren. Sprich, ich nehme jetzt eine Flächenlast, Lastart Kraft, ordne die normal zur Fläche auf das lokale Koordinatensystem an. Jetzt habe ich natürlich die Eingabe Einheit Kilonewton pro Quadratmeter. Wir könnten die natürlich jederzeit in der Einheitensteuerung ändern. Wenn man jetzt das nicht will, schreibt man einfach 10 bar oder die Einheit, was man braucht, und das Programm rechnet das automatisch um. Und dann wählen wir natürlich die Flächen, die was jetzt mit dem Druck belastet werden sollen, also sprich die großen Behälterflächen plus die äußeren Mannlochbauteile, und mit OK bestätigen wir das. Das ergibt natürlich ein riesen Symbol, wo man wenig anfangen kann damit. Für mich ist bei solchen Lastfällen immer eine Kontrolle wirklich ausschlaggebend. Die Summe der Lasten sollte in dem Fall 0 sein. Damit weiß ich, dass ich alle Flächen richtig belastet habe. Es ist schon wieder alle Flächen belastet habe. Die Wirkung der Last muss man natürlich als Vorzeichen der Spannungsvorzeichen der Fläche kontrollieren. Aber wir sehen jetzt hier Summe 0. Also soweit haben wir alle Flächen erwischt. Und wenn wir jetzt hier die Membranspannungen in den Flächen uns anschauen, haben wir natürlich hier in den blenden wir uns einfach da mal ein paar Werte an Flächen an ein, und hier die eine Fläche, die würde ich mir jetzt einfach mal rausziehen für den Cross-Check. Hier sehen wir die Y-Richtung, was die Längsrichtung, was die Tangentialrichtung ist, ist bei 43, und wenn man jetzt die X-Richtung in Membranrichtung ist, haben wir es halbiert. Also dieses Spannungsverhältnis stimmt, das Vorzeichen stimmt, also wir haben den positiven Innendruck gesetzt. Soweit gut. Und wenn man jetzt praktisch noch die Mises-Vergleichsspannung global kontrolliert, damit wir nicht irgendwo übers Ziel hinausschießen, wir liegen jetzt gerade bei 120, ist auch soweit wie erwartet. Und das Gleiche können wir natürlich hier bei den Stäben uns auch anschauen. Sigma Mises, da sind wir bei den Stäben hier bei 40 rund. Also wie erwartet soweit, und man kann natürlich mit dem nächsten Lastfall weitermachen. Beim nächsten Lastfall gehen wir jetzt hier nächster und letzter Lastfall. Füllung möchte ich noch zeigen, wie man einen hydrostatischen Druck ansetzen kann. Damit meine ich jetzt, Füllung müssen wir definiert haben, gehen wir nochmal in die Flächenbelastung rein. Wir wollen eine Kraft ansetzen, die Verteilung soll jetzt linear in Z sein.
die Wirkung soll wieder lokal zur Z-Achse zeigen. Und wir haben an der unteren Koordinate mit den 2,3 Meter einen Druck von 23 Kilonewton pro Quadratmeter ermittelt. Und wir müssen jetzt lediglich sagen, die Ordinate 0 ist verbunden mit der Höhe. Und die Ordinate 2, also die 23, ist mit dem unteren verbunden. Und jetzt kann ich praktisch wieder alle Flächen wählen, plus die Sonderflächen an dem Mannöffnungsbereich hier. Und wir können das wieder bestätigen. Und wenn wir das jetzt hier rechnen, dann müssten wir nochmal eine Plausibilitätskontrolle machen. Also ich würde hier jetzt nur ein Gewicht in Z-Richtung erwarten. Schaut auch so aus, also nur in Z-Richtung kriegen wir 165 kN rein. Und von der globalen Fläche, also bei den Stäben, haben wir jetzt hier eine Spannung von rund 14 und bei den Flächen von rund 16. Also alles noch im Niveau. Und was mich jetzt hier noch interessieren würde von der Kontrolle ist, es gibt bei den Flächenergebnissen auch noch eine Lastverteilungsoption. Und hier kann man auch praktisch visualisieren, welche Last im FE-Modell angesetzt worden ist. Und das ist praktisch dieser linear ansteigende hydrostatische Druck. Da kann man sehen, der steigt von 0 nach 23 an. Also das ist das, was wir definiert haben. Beim Innendruck ist der faktisch konstant, weil wir ja 10 bar konstant angesetzt haben. Also soweit ist das alles stimmig. Und jetzt werden wir mit der Modellierung des Modells und der Last-Randbedingungen und geometrischen Randbedingungen fertig. Und wir gehen jetzt weiter in diese Bemessung der Flächen. Für das brauchen wir eine Bemessungssituation, die Spannungen hält. Also wir haben jetzt gerade noch aktuell die drei Lastfälle definiert. Und wenn wir jetzt praktisch hier in die, ich sag mal, Kombinatorik oder Vorbereitung der Bemessungszustände reingeht, sieht man, das Programm hat uns automatisch hier schon Zustände erzeugt, die definiert sind nach der eingestellten Kombinationsnorm, in dem Fall dem Eurocode 0. Wenn man sich jetzt außerhalb von diesem Feld bewegt, hat man natürlich durchaus die Notwendigkeit, das manuell zu definieren. Und hier möchte ich eigentlich empfehlen, es gibt zwei Varianten. Entweder man sagt, ich will diese Kombinatorik nach einer bestimmten Norm nicht haben, dann lösche ich diese Sachen und erzeuge mir meine Lastsituationen selbst. Also ich sage LK1 nach erster Ordnung für die Bemessungssituation 1, da soll nur der Eigengewicht drin sein. Und beim zweiten soll noch der Innendruck drin sein und beim dritten noch der Innendruck und Füllung. Also man kann sich das aufbauen, wie man möchte. Man kann da natürlich auch Werte verpassen. Also das ist auch durchaus möglich. Allerdings ist das natürlich Handarbeit. Ne? Und wir haben uns das Thema natürlich auch überlegt und wir haben da noch ein kleines Feature eingebaut, was da hilft. Eine Semi-Automatik. Und die möchte ich heute zeigen und die ist praktisch verbunden mit dem Assistenten. Das bedeutet, wir haben hier Bemessungssituationen, also wir legen uns jetzt für die Spannungskontrolle nur eine Tragsicherheitsbemessungsregel an. Man kann hier auch schon sehen, da ist die Spannungsdehnungsberechnung verquickt. Das zeige ich aber gleich, was dieser Haken hier bedeutet. Wichtig jetzt ist, dass es hier in den Assistenten, dass hier festgelegt wird, wie sollen die Zielkombinationen aussehen. Also ich möchte die nach erster Ordnung haben und ich möchte benutzerdefinierte Einwirkungskombinationen berücksichtigen. Und jetzt kann ich in den Einwirkungskombinationen definieren, ich möchte eine haben, wo ständig drin ist und ich möchte eine haben, wo ständig und die Einwirkungskategorie ständig Nutzlast drin ist. Wenn ich jetzt in den Lastkombinationen reingehe, hat mir das Programm die automatisch generiert und schön durchkombiniert. Wenn mir jetzt auffällt, ich bräuchte da aber noch Teilsicherheitsbeiwerte, kein Thema. Ich kann mein Kombinationsgesetz jetzt selbst definieren. Ich kann jetzt sagen, die ständige soll mit 1,35 und
diese semi-veränderliche mit 1,5. Was passiert? Das Programm updatet dieses durchkombinierte Produkt. Also da haben Sie so eine Semi-Automatik, wie man sich einfach diese vielen Lastfälle in einen wieder darstellen kann. Was ist jetzt passiert? Wir haben die Lasten kombiniert in Lastkombinationen und haben es einer Bemessungssituation zugeordnet. Diese Bemessungssituation ist der Stahlbemessung zugeordnet. Ist das deaktiviert? Dann ist praktisch Folgendes. Die Stahlbemessung, wie sie hier definiert ist, weiß nicht, dass es die BS1 berechnen oder als Lasteingang nutzen soll. Würde ich das aber jetzt hier bei den Bemessungssituationen wieder aktivieren, wird der Haken gesetzt und die Spannungsdehnungsbemessung weiß, ich muss alle Lasten von der BS1 nutzen. Also das kontrollieren Sie mit diesem Haken. Und jetzt sind wir eigentlich schon in dem Fall, was ich heute eigentlich im Detail auch zeigen wollte. Wir haben hier die Spannungsdehnungsberechnung mit Eingabedaten und später auch Ausgabedaten. Und im nächsten Register sieht man eigentlich, er möchte die Stäbe und Flächen bemessen. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an, was da rauskommt. Also sprich, das Programm muss uns die Schnittgrößen ermitteln. Und er gibt uns dann praktisch die Spannungen hier an den Flächen. Das heißt jetzt, wenn wir uns jetzt das Ergebnis anschauen, dann fasst uns praktisch das Programm die Lastkombination LK1 bis 4 in diesem Bild zusammen. Also ich bekomme hier praktisch die Spannungen für die Stäbe, das ist jetzt ein eindeutiges Ergebnis, wo man, machen wir das da aus, genau, wo man sieht, okay, das ist die größte Spannung von all diesen 4 Lastkombinationen oder 1000 Lastkombinationen und fasst uns das zusammen und macht eine Auswertung. Das gleiche passiert für die Flächen. Also das ist sowas ein zusammenfassender Charakter. Die Frage ist jetzt einfach nur, warum wird jetzt hier nur Sigma X, Tau, Tot und Sigma V gerechnet, bei den Flächen was anderes. Und das hängt mit dem zusammen, dass man hier praktisch in der Eingabedatentabelle hier auch Konfigurationen für die Stäbe und Flächen hat. Für die Stäbe ist es faktisch so, gehen wir mal in die Details hier rein, gibt es so einen Zweig mit analysierbaren Spannungskomponenten und da ist jetzt Sigma X gesamt, Tau Tot und Sigma Mises angehakt. Würde ich das deaktivieren, bekomme ich nur die eine. Ich habe hier auch die Möglichkeit zu sagen, vergleiche das gegen keine Grenze, gegen die Grenznormalspannung, Schubspannung, Vergleichsspannung oder eine benutzerdefinierte Eingabe. Klar, man kann die Vergleichsspannung nehmen. Ich möchte Ihnen auch noch die Möglichkeiten zeigen. Deswegen nehme ich heute einfach mal was benutzerdefiniertes her und sage, ich nehme nur 85% von den 330 her, also 280. Ja, dass Sie sehen, ich habe das abhängig von Temperaturen und so weiter hier auch selber im Griff. Und das Gleiche kann ich natürlich auch für die Flächen hier machen. Gleiches geschehen ist, ich deaktiviere eigentlich diese uninteressanten. Das heißt, für mich jetzt gerade nur die Sigma Max Mises interessant. Und da nehme ich auch die Benutzerspannung von 280. Also, lassen wir das nochmal neu durchlaufen. Das heißt, das Programm muss jetzt nur den Spannungsnachweis kontrollieren und man sieht direkt, jetzt haben wir nur die Mises-Spannung. Wir kriegen einerseits die Spannung, auf der anderen Seite die Auslastung, also die Grenze. Das kann man hier Spannungen an Stäbe sehen. Vorhandene Spannung zu den 280 ergibt die Auslastung. Und bei den Flächen das Gleiche. Wir kriegen hier bei den Flächen vorhanden zur Grenze Auslastung mit grünen Haken oder nicht grünen Haken. So haben Sie das eigentlich im Griff und es stellt sich natürlich jetzt die nächste Frage, kann das Programm noch mehr? Und das kann ich eigentlich bloß jetzt hier mit Ja beantworten. Es gibt nämlich hier nicht bloß Stäbe und Flächen, sondern es gibt zum Beispiel auch Schweißnähte. In dem Fall gehe ich hier bei den Linien und sage,
Nein, nicht bei den Linien, sondern bei den Typen für Linien, Linienschweißverbindungen. Und ich sage, ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen Stumpfstoß mit 26 mm. Und hier gibt es auch wieder diese Einstellung, welche Spannungskomponenten ich haben möchte. Und ich nehme jetzt einfach hier mal ein bisschen was Außergewöhnliches, damit man das einfach hier sieht. Die Richtungsspannungen plus diese Interaktionsspannung und setzen wir es einfach auch mal gegenüber den 280. Und wir definieren, die Glättungen sollen in dem Fall mal abgeschaltet werden, damit man dieses Live-Seenwasser bemisst. Und wenn wir das jetzt hier bestätigen und noch sagen, wir haben eine Schweißnaht an der Linie von der Fläche auf die Fläche und auf der unteren Seite machen wir das Gleiche an der Linie von der Fläche zu der Fläche, dann lassen wir die Spannungsberechnung noch mal neu durchlaufen. Können wir auch Linienschweißverbindungen bemessen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier die Stäbe, die Flächen und jetzt auch die Schweißverbindungen. Und ich muss mir mal so hier drehen. Da kriegen wir jetzt genau die Komponenten, die was ich aktiviert habe. Also Sie haben das selbst unter Kontrolle, was Sie kontrollieren wollen. Und zum Beispiel, das ist die Normalspannung, also der tangentiale Zug im Blech ist praktisch die Normalspannung auf der Schweißnaht. Die Biegung ist annähernd null in der Mitte, nur wo die Krempe da anschließt, haben wir ein bisschen eine Biegung drin. Den Flächenschub, der ist null, also senkrecht dazu, da gibt es keine. Ist auch logisch für diese Art von Belastung. Der Längsschub ist auch annähernd null. Und die, ich sag mal, Interaktionsspannung spiegelt eigentlich wieder die Normalspannung wider. Und dann bekommt man entsprechend auch eine Auslastung für diese Geschichte, was man einerseits grafisch wie auch tabellarisch für dieses eingestellte Konstrukt bekommt. Und dann kann man eigentlich schon sagen, jetzt können wir doch mit diesem Spannungsdehnungsprogramm schon relativ viel machen, aber würde denn da eigentlich noch mehr gehen? Ich sage jetzt mal von der reinen Elementanalyse, könnte man jetzt auch noch weiter auf Volumen gehen, möchte ich heute nicht machen, sondern ich möchte die Frage beantworten, warum steht denn da Dehnung mit dabei? Weil dieses Programm auch Dehnungen kontrolliert. Man muss es nur scharf schalten dafür, weil es nicht gängig ist. Deswegen gehe ich nochmal in die Eingabedaten und gehe in die globalen Einstellungen und sage, ich möchte auch die Dehnungen berechnen. Mit Dehnungen bestätigen wir das Ganze. Was ändert sich jetzt? Hier in der Eingabe gar nichts. Aber bei den Flächenkonfigurationen hat man jetzt nicht bloß die Spannungszweige, sondern auch die Dehnungszweige. Und hier kann man zum Beispiel sagen, wir wollen die Vergleichsdehnung nach Mises checken. Und wenn es plastische Dehnungen gibt, die gegen 50 Promille abgrenzen, also abchecken, dass die nicht größer sind. Das ist jetzt eine Standardeingabe. Die 50 werden erwähnt in der Normung immer genau dann, wenn ich mit materiellen Nichtlinearitäten arbeite. In Eurocode 1993 1.5, ganz am Ende wird dieser Grenzwert benannt. Thema ist einfach das, wenn man materiell nichtlinear arbeitet, stelle ich natürlich eine Fließgrenze ein, die Spannungen werden nicht mehr höher als die Fließgrenze. Also hier wäre der Spannungscheck immer mit 1,0 ausgelastet und ich brauche ein neues Kriterium und dann nimmt man eigentlich die Dehnung her, faktisch die plastische Grenzdehnung und die checkt man gegen diese 50 Promille. Ja. Schauen wir uns an, was rauskommt. Ich lasse die Spannungsdehnungsberechnung einfach nochmal neu laufen und wir sehen, dass wir hier erstmal keinen weiteren Zweig bekommen haben, aber bei den Flächen gibt es jetzt hier ganz am Ende noch eine Dehnungsausgabe. Also der fasst mir LK1 bis LK4 zusammen, zeigt mir die größten Dehnungen. Ich habe jetzt hier 0,9. Klar, die Krempe, da ist die größte Biegung drin, da passiert natürlich auch einiges, also an der erwarteten Stelle.
Was mir ein bisschen abgeht, ist ich sag mal, der Vergleich gegen die Grenze von den 50 Promille steht eigentlich hier nicht da. Hat auch einen Grund, weil wir, denke ich, einfach nicht drüber sind, kann man jetzt mal erstmal erwarten. Provozieren wir einfach, dass wir ein bisschen drüber kommen. Ich erhöhe einfach den Innendruck, indem ich jetzt hier bei der Belastung sage, Innendruck, Flächenlasten, machen wir die 10 bar einfach vergleichsweise mal auf 25 bar und lassen wir die Dehnungsanalyse einfach nochmal neu durchlaufen mit der Hoffnung, dass man jetzt dann ein Ergebnis bekommt, ja, ein Grenzdehnungsergebnis, damit man einfach sieht, da muss ich doch was tun. Ja. Und wenn wir jetzt hier reingehen, ganz klar, die 0,9 hat sich erhöht, aber wir kriegen weiterhin keinen Vergleich, also keine Auslastungskurve. Wenn man jetzt natürlich weiter überlegt, merkt man ja klar, wir haben ja auch plastische Dehnungen und das Programm weiß jetzt gerade nicht, was ist plastisch und elastisch, weil wir eigentlich linear-elastisch rechnen. Das bedeutet, wenn ich jetzt in dem Programm natürlich vorne sage, bei den Materialien, bitte dieses Material zum Beispiel soll jetzt nicht linear elastisch, sondern nicht linear elastisch analysiert werden. Gehen wir noch in die Settings rein. Ups, nein, nicht in diese, sondern hier. Sprich, wir möchten linear elastisch hochgehen bis zur Fließgrenze und dann hier nach rechts wegfließen. Das Ganze jetzt, damit es vergleichbar ist für die 280 wieder, dann können wir auch entsprechend elastische oder und plastische Dehnungen ermitteln. Und das machen wir jetzt einfach mal. Rechnen wir das Ganze noch einmal durch, materiell nicht linear. Entsprechend müssen LK1 bis LK4 nochmal analysiert werden. Das ist jetzt auch eine iterative Analyse, weil die Spannung in den einzelnen Flächen natürlich variiert und das Programm entsprechend die Steifigkeit anpassen muss, damit der Fließvorgang simuliert werden kann. Und das Ergebnis der Spannungsanalyse und Dehnungsanalyse müsste das jetzt hier sichtbar machen. So. Und nun bekommen wir das Ergebnis, die Dehnung ist jetzt natürlich gestiegen und jetzt gibt es faktisch auch beim Flächenzweig nicht bloß den Dehnungszweig, sondern auch die plastischen Dehnungen und das plastische Verhältnis. Das bedeutet, das sind die Gesamtdehnungen, also elastisch und plastisch. Das sind nur die plastischen Dehnungen, ganz klar. Man sieht jetzt, das passiert nur in der Krempe hier. Und wenn ich es jetzt gegenüber den 50 Promille stelle, das ist noch nicht viel, eine kleine Auslastung von 4%. Ja. Und das können wir hier praktisch Dehnungen an Flächen sehen. Die Gesamtdehnung, der plastische Anteil, die Grenze, die Auslastung. Das bedeutet, bei den Dehnungen macht nur eine nichtlineare, materiell nichtlineare Analyse Sinn, damit man das überhaupt nutzen kann. So, dann möchte ich zum nächsten Hauptpunkt noch kommen. Jetzt haben wir Analysen gemacht für Stäbe, für Flächen, für Liniennette und vor allem bei den Stäben, die sind halt Bauteile, die dann eigentlich durch Kopieren und so weiter ganz häufig auch, ich sag mal, ähnliche Bauteile vorkommen und auch die Ergebnislisten lange machen. In meinem Fall habe ich jetzt ja hier 18 Stäbe, wobei bestimmt manche Stäbe identisch sind. Man kann das hier auch hier sehen, Spannung stabweise. Die Tabellen sind dann natürlich auch relativ lang. Und wenn wir uns jetzt hier einfach mal eins rausgreifen, zum Beispiel diese Schwelle, dann kann man hier sehen, wenn wir uns die Auslastung hier mal darstellen für die Stäbe, genau die Auslastung, dann haben wir hier 11% Auslastung, hier 6% Auslastung. Und wir haben hier entsprechend zwei Tabellenzeilen für die zwei selektierten Elemente. Wenn ich das natürlich entsprechend ein bisschen optimieren möchte, gibt es hier in den Basisangaben
unter Einstellen und Optionen die Repräsentantenoption. Und die Repräsentantenoption, die erlaubt es mir, ähnliche Elemente zu finden und auszuwerten. Das bedeutet jetzt hier, ich bekomme hier einen Zweigstabrepräsentanten, wo ich einfach sehen kann, der Ring ist identisch, die Schwelle ist identisch, hier die äußeren Stützen und so weiter. Und das Programm weiß jetzt hier einfach bei den, ich sag mal, bei den Schwellen zum Beispiel, wenn wir da reingehen, das ist Stab 3 und 12. Ja. Und was ist jetzt der Vorteil? Der Vorteil ist, wenn ich jetzt in die Spannungsdehnungsberechnung jetzt hier reingehe, zum Analysieren der Objekte, genau, dann haben wir jetzt hier die Stabrepräsentanten und dann starten wir einfach die Berechnung nochmal neu. Es gibt hier eine weitere Komponente, die ich hier nutzen kann und das Programm analysiert mir praktisch jetzt hier auch die Spannungen in der Logik der Stabrepräsentanten, was bedeutet, wir kriegen jetzt hier einen weiteren Zweig, nämlich Spannungen und Spannungsverhältnisse für Repräsentanten. Und wenn wir jetzt gerade nochmal die zwei da rausziehen, was wir vorhin schon rausgegriffen haben, kann man sehen, wenn wir auf die Auslastung gehen, jetzt zeigt er mir die 11 für beide an, weil das Programm erkennt, das ist das gleiche Element. Ich gebe praktisch je Element die gleiche Auslastung raus und kann so die Doku von 18 Zeilen auf 5 Zeilen runterdrücken. Also wir haben jetzt Spannung für Repräsentanten. Wenn wir einfach alle nochmal darstellen, dann kriegt man jetzt praktisch hier 5 Ergebnisse, die in der Tabelle darstellen, wo man sonst 18 einzelne Zeilen hätten. So. Das soll Ihnen helfen, die Sachen schneller, Ähnlichkeiten zu sehen, auszumachen und zu analysieren, auch manchmal Eingabefehler zu sehen, wenn das Programm mehr Repräsentanten bildet als gewünscht. Und das Ganze wird mit diesen farbigen Mödeln hier symbolisiert. Und dann komme ich eigentlich schon zu meinem letzten Punkt. Das ist die Doku. Das bedeutet, wenn man jetzt diese lange Berechnung dokumentieren möchte, gibt es hier ganz am Ende, ich reduziere mal das von dem Navigator, ein Ausdruckprotokoll, eine Ausdruckprotokolloption. Ich erzeuge hier einfach ein Dokument. Man hat hier wieder so einen Navigator, wo einfach alles nochmal runter dokumentiert ist, was er dokumentieren könnte. Positionsangaben, Basisobjekte, Typen für Knoten, Typen für Linien und so weiter. Ich sag mal Stücklisten. Man wählt dann praktisch an, was man in der Dokumentation haben möchte. Bei der Statikanalyse zum Beispiel nur die Zusammenfassung und Knotenlagerkräfte. Und die Knotenlagerkräfte möchte ich nur für bestimmte Belastungen. Also man kann das weiter verfeinern, welche Daten diese Tabellen zeigen soll. Und wenn man jetzt sagt, okay, diese Knotenlagerkräfte, wir haben eigentlich gar nicht mit Momenten zu hantieren, dann schaltet man das ab und ich möchte eigentlich auch nur Werte, dann kann man auch diesen Inhalt dieser Tabellen mit Zeilen und Spalten direkt konfektionieren für seinen eigenen Ausdruckstil. Ja. Dann gibt es weiter natürlich neben der Statikanalyse auch die also sprich die Spannungsnachweise und Dehnungsnachweise. Die Volumen müssen wir jetzt hier nicht dokumentieren, die Linienschweißnähte schon. Fehler, nicht gültige Objekte würde ich ausblenden. Bei den Spannungen an Stäben gehen wir komplett nach den Repräsentanten. Die anderen würde ich jetzt in dem Fall deaktivieren. Und so kann man Spannungen an Flächen nach flächenweise zum Beispiel, Spannungen an Linien linienweise, Dehnungen an Flächen flächenweise und ich sag mal maßgebende Schnittgrößen würde ich einfach ausblenden. Ja, so kann man sich kryptisch seinen Ausdruck definieren. Ich speichere das und erzeuge ein Dokument. Das Programm macht mir dieses Dokument auf. Also es schreibt mir die Daten von dem Modell in die Ausdruckumgebung
und wir bekommen hier ein sauberes Dokument mit einem Stil, was sauber aufbereitet ist, mit Darstellung der Querschnitte, der Linientypen. Wenn wir jetzt auf unsere Config-Einstellungen hier gehen, kann man hier zum Beispiel die Knotenlagerkraft-Tabelle sehen, also nur für LK 1 bis 4, für die Lagerkräfte, wo wir die Spalten und Zeilen modifiziert haben. Und bei den Spannungsnachweisen kann man natürlich hier auch sehen, Stabspannungen an Repräsentanten, wo man hier einfach auch nur diese 5 Zeilen haben. Was am Ende noch gut ist, über alle Module gibt das Programm auch eine Bemessungsübersicht, wo man einfach hier sehen kann, okay, das sind die Nachweise aller Add-ons, die bestückt sind. Das ist eigentlich für den Leser der Statik richtig interessant. So, und am Ende, bevor man das schließt, kann man natürlich jetzt hier auch noch sagen, man möchte das Ganze noch mit Bildern und Co. anreichern. Hier würde ich jetzt einfach sagen, zeige ich Ihnen noch, wie man Bilder darstellen kann. In dem Fall zum Beispiel diese Repräsentantenergebnisse würde ich einfach hier über so eine 2D-Ansicht darstellen. In dem Fall über Stäbe ohne Diagramm mit Angabe der Repräsentantennummer. Also gehen wir hier zum Beispiel auf die Nummerierung und sagen, da braucht man Repräsentantennummern. Und das Ganze, diese Grafik ist eigentlich aussagekräftig und wir geben das in den Druck, in das Protokoll. Das soll in dem Fall eine fensterfüllende Grafik sein und soll gedruckt werden. Dann kann man natürlich weitergehen und kann sagen, wir brauchen auch eine Doku der, ich nenne es mal, Flächen. Bei den Flächen würde ich jetzt hier die Auslastungen nehmen, blenden wir einfach hier wieder alles ein und in dem Fall empfehle ich, Werte an Flächen zu verwenden, zum Beispiel hier nur die Extremen, also das kann man hier aktivieren und ich würde hier einfach unsere Logik durchgehen, dass wir sagen, einerseits nur für den Boden, genau, und gehen hier auf Drucken, okay, dann für den Zylinder auf Drucken. Und bei dem Zylinder ist es eigentlich schon interessant, da kann man auch sagen, was passiert hinter dem Zylinder neben der Lochöffnung, also mache ich das als 3D-Bild. Und dann noch das Mannloch, da würde ich jetzt sogar sagen, das müssen wir natürlich vergrößert darstellen und drucken wir in die Grafik. Und ja, da brauchen wir jetzt kein 3D-Bild. Okay, und zu guter Letzt machen wir noch die Schweißnähte. Da nehmen wir jetzt einfach die Schweißnähte mit rein. Das kann man auch wieder am gesamten Modell darstellen, indem man einfach hier diese Auslastung der Schweißnaht zum Beispiel druckt. Und mit diesem Bild würde ich dann eigentlich wieder in das Protokoll selbst gehen. Also ich sage Speichern und Anzeigen. Und man kann sehen, wir haben jetzt hier einfach ein paar Bilder. Eins ist rot gekennzeichnet, das ist dieses 3D-Bild. Schaut im Protokoll erstmal für sich ganz gewöhnlich aus. Wenn man das Ganze dann als PDF exportiert, zum Beispiel auf den Desktop mit BW, dann bekommt man hier ein PDF, was man auch direkt öffnen kann. Und das äußert sich erstmal ähnlich wie, wie das Programm selbst, in der gleichen Grafik natürlich, muss auch so sein. Der einzige Unterschied ist, dass diese Grafiken, die was man jetzt hier im 3D gedruckt hat, auch dreidimensional sind. Also ich kann im PDF auch innen reingucken, was natürlich dem Leser der Statik da schon nochmal ein ganz anderes Erlebnis bereitet. Ja. Und dem ist eigentlich nicht genug. Man kann neben dem PDF das Ganze jetzt auch als HTML exportieren. Das ist so mein letztes Feature, was ich noch zeigen möchte. Und hier exportieren wir das auch als BW auf dem Desktop.
Das Programm erzeugt uns jetzt praktisch hier eine, ich nenne es mal Webseite erstmal, ja, mit den gleichen Bildern, mit den Links, was man darstellen will. Jetzt ist es fertig geladen mit den Tabellen, mit den Eingabewerten. Hinter dieser Webseite, also wir wollen jetzt nicht von unserem Dokument Webseiten erstellen, sondern ich gehe mal auf den Desktop, sondern das Programm erzeugt hier auch einen Ordner mit den ganzen Hintergrunddaten, also mit den Textdaten, mit den Bildern. Man kann das jetzt ja hier schön in der Vorschau sehen. Und diese Daten, dieses HTML, kann man jetzt zum Beispiel auch im Excel einlesen. Wenn man jetzt den Excel lernt, praktisch mit Dezimaltrennzeichen anders umzugehen, also sprich hier einen Punkt zu verwenden. Okay. Und man sagt beim Öffnen, ich möchte dieses BW HTML-Dokument öffnen, Desktop BW öffnen. Dann können wir praktisch auch diese Daten im Excel nutzen mit Bildern, mit dem Inhaltsverzeichnis verlinkt, mit den kompletten Zahlen in den Tabellen, kann auch in Word geöffnet werden und man hat hier wirklich die Dokumentation frei modifizierbar an der Hand und diesen Punkt-Komma-Effekt kann man eigentlich dann später wieder mit den Optionen umschalten, indem ich jetzt praktisch hier wieder mein Komma angebe und so sind dann praktisch diese Zahlen, wenn wir die jetzt hier haben, wieder entsprechend Komma-Dezimalwerte. Und damit möchte ich eigentlich zurückgeben an meinen Kollegen Andreas. Okay, vielen Dank, Andreas, für deine Präsentation. Wir sind ein bisschen über die Zeit, kein Problem. Ich zeige trotzdem noch mal ganz kurz die Webseite, wo Sie die Aufzeichnung finden unter global.com. Die meisten kennen, denke ich mal, unsere Webseite und dann unter News und Termine finden Sie die Webinare. Das ist das Englische in 2 Tagen. Das ist das Webinar nächste Woche. Neues in R5 6 und R-Stab 9, das präsentiere ich. Sind Sie auch ganz herzlich dazu eingeladen. Jetzt muss ich noch ein bisschen runterscrollen, weil das zählt jetzt schon als vergangenes Webinar hier. Spannungsanalyse von Flächen und so weiter. Sie bekommen auch einen Link in den nächsten Tagen mit praktisch Ihrem Zertifikat, also dem Teilnahmezertifikat. Und dann werden Sie hier in der Mitte die Aufzeichnung sehen. Sie können dann hier unten auch das fertige Modell runterladen und dann damit arbeiten. Wenn Sie RFM 6 noch nicht haben, können Sie gerne die Testversion herunterladen, hier ganz oben, Vollversion zum Testen herunterladen. Alle Add-ons sind da enthalten, auch die Spannungsanalyse und so weiter, Stahlbemessung. Das Ganze können Sie für 90 Tage kostenlos testen. Okay, das soll es dann auch von meiner Seite gewesen sein. Ich bedanke mich nochmal beim Andreas für die Präsentation, beim Frank Faustich für die Unterstützung bei der Beantwortung Ihrer Fragen. Ich danke natürlich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis, wenn Sie das Webinar jetzt verlassen, ist eine kleine Umfrage. Da können Sie uns bewerten. Der schlechteste Wert ist 1, der beste 5. Nehmen Sie sich bitte die Minute Zeit. Sie können auch Wünsche für zukünftige Webinare hinterlassen, je nachdem, wie Sie wollen. Sie können das Ganze auch leer lassen oder ein Minus oder so da als Antwort eingeben. Okay, ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag. Falls wir uns nicht nochmal hören und sehen, dann allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.